Hallöchen YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren, ja, zu einem weiteren Tutorial von Labymod. Und zwar, wie ihr diese tollen Flügel gratis bekommen könnt. Und zwar kann es jeder, der die Labymod auf der aktuellsten Version nutzt. Es kann dann zwar nicht jeder sehen, sondern nur ihr. Aber naja, mich persönlich stört es auch immer, wenn andere das haben. Also wenn andere es in der Runde anhaben, dann stört es mich persönlich immer extremst. Und deswegen zeige ich es euch heute mal, wie ihr sie komplett gratis trotzdem aus eurer Sicht an euch sehen könnt. Um die Flügel so zu erhalten, wie ich sie gerade habe, sodass sie halt auch keiner sieht, also nur ihr sie seht an eurem eigenen Skin, müsst ihr einfach nur in die Skin Customations gehen und dann auf Cosmetics. Und dann hier auf Wings. Dann könnt ihr hier die anmachen oder ausmachen, wie ihr wollt. Und dann könnt ihr hier die Farben einstellen, wie ihr sie haben wollt. So wäre halt schwarz, so grün, so türkis, so keine Ahnung welche Farbe. Und ja, ist halt alles möglich, das hier in-game einzustellen und immer wieder zu ändern. Ja, finde ich persönlich sehr fresh, dass man das halt in-game ändern kann. Und es gibt ja auch noch viele andere Cosmetics, wie zum Beispiel hier nochmal den Head, den kann man zeigen, oder den Heiligenschein, was sehr gut zu Jesus-Skins passt. Und ja, wie gesagt, nur ihr könnt es sehen. Also, damit es andere in-game sehen können, die Labymod usen, müsstet ihr halt 15 Euro bezahlen. Ja, Link zur Labymod-Page ist natürlich unten in der Beschreibung. Ja. Ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch gefallen. Ist wie gesagt kostenlos alles, weil das halt in der neuesten Labymod-Version mit enthalten ist. Und ja, ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.